Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Imperator Rom, wo wir gerade eben eine Nachfolgekrise hier mal wieder erleben. Ich habe keine Ahnung, warum dieser eine Typ der Meinung ist, dass er irgendwie was zu sagen hat. Aber wir haben eine neue Situation. Der ist auch jetzt 15, aber ich kann ihn nicht ausbilden. Interessant. Wollen Oliven haben? Können sie haben. So. 25.000 Mann stehen hier noch bereit, um uns hier Probleme zu bereiten. Unser neuer Herrscher, der Akrotatos, der, wollte ich wieder Eisen, die wollen an dieser Stelle hier, der sollte an dieser Stelle hier sich jetzt erstmal beweisen. Er ist anspruchslos, depressiv, selbst, depressiv, aber selbstsicher. Okay, das ist mal wieder eine spannende Kombination. Jetzt kommen hier auf jeden Fall ein paar Gegner, die wollen jetzt hier uns, wie es aussieht, vertreiben. Ja, das war jetzt, glaube ich, die Feuerprobe von ihm, die er siegreich jetzt hier gerade eben bestanden hat. Und den Gegner hier ordentlich in seine Schranken verwiesen hat. Wir können jetzt hier unseren neuen Archiatros... Oh, kann ich nicht, weil wir eine Nachfolgekrise haben, oder? Ja, wir brauchen erstmal eine Stabilität von mindestens 30, sonst geht das nicht. Also sorgen wir mal dafür, dass die Stabilität mal schneller steigt, ey. Das will ich nicht angehen. Ätzend. So, das hier haben wir jetzt auch erobert und jetzt machen wir diese Typen hier endgültig weg. LOL, wo kommen die denn her? Hässlich. Hässlich und widerlich da oben. So, die haben wir jetzt auch noch geschlagen. Wenn die jetzt hier weg sind, verhindere ich, dass sie da... Oh, warte mal, ich muss das hier definitiv blockieren. Ich muss das blockieren hier. Und jetzt muss ich die hier so schnell wie möglich schlagen. Solange die kaum Moral haben. Die Sache wird gerade eben ein bisschen blöder als gedacht. Die haben eine ganze Menge an Söldnern ausgehoben. Was ich nicht gut finden kann. Boah, geschafft. Helfen wir da mal mit. Verhindern, dass es hier zum Schlimmsten kommt. Und... Haben sie immer noch nicht gestack-wiped. Und zack, haben wir jetzt einen Stackwipe? Wir haben einen Stackwipe, sehr gut. Wir haben jetzt also das Land besetzt, das was wir haben wollen. Und dann sehen wir mal weiter, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. So, kann ich euch jetzt hier endlich einverleiben? Nee, kann ich immer noch nicht. Warte mal, wie weit geht es noch? 115 kommen da noch rein. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Wir sind immer noch nicht auf 30. Wir können immer noch niemanden jetzt hier einsetzen. Ein Kornspeicher. Was für Megera? Will ich das? Könnte. Ach, dann machen wir das halt einfach. Ja, komm. Voller neuer Kornspeicher. Wuppdidu. Ich teile mal meine Flotte auf, weil ich ihn jetzt gerne nach Hause schicken möchte. Die können das hier ja fröhlich weiter blockieren. Muss nicht sein, dass wir das jetzt hier auf diese Art und Weise machen. Er muss ja nicht hier rumstehen, ne? Ist einfach auch gefährlich für ihn, da jetzt rumzustehen. Für uns tickert jetzt hier der War-Ticker. Die haben hier Söldner angeheuert. Ja, ihr wisst schon, dass ihr auf der falschen Seite steht. Sollte man den mal vielleicht irgendwie mal verklickern. Boah, und jetzt kann ich hoffentlich endlich jemanden einsetzen. Na, endlich. Er durfte jetzt hier keine ignoriert, keine verachtete Familie mehr sein. Wir warten mal bis zum Dezember. Doch. Sind sie noch. Warum? Ich finde das so frech, ey. Zu welcher Familie gehörst du denn? Zur Epandrit-Familie. Die Epandrit-Familie fühlt sich also verachtet. Mal gucken.
Ich weiß nicht warum, ja, weil die so viele Kinder in die Welt gesetzt haben. Der fühlt sich auch irgendwie verachtet, aber der kann halt auch nix, der Typ. Man könnte ihnen natürlich Besitztümer gewähren. Das ist aber wie immer sehr gefährlich. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir das tun. Sind sie dann immer noch verachtet? Weil es gibt ihnen ja schließlich ein Einkommen. Ja, sie sind dann immer noch verachtet. Ich mag dieses System nicht. Ich mag es kein bisschen. Ich kann aber versuchen, eine Freundschaft mit ihm aufzubauen. Das entschärft das, die Situation. Ach ja, exotische Geschenke. Ja, große Fortschritte. Ein Tiger. Nein, kein Eisen, kein Eisen. Ich bin übrigens auf unsere Manpower nach wie vor sehr stolz. Ja, wir holen uns ein bisschen Tyrannei. Und wahrscheinlich sind sie jetzt hier gleich Freunde und dann ist das Thema hier erledigt. Immer noch verhungernde Bevölkerung. Ja, hier. Warte mal, die müsste ich jetzt aber hier wegschaffen können. Weil das gehört ja jetzt ihm. Wo war das mit der Nahrung? Genau hier. Wir holen jetzt hier aus Epidaurus. Immer noch nicht. Warum geht denn das nicht? Wem gehört denn das? Muss es irgendjemandem gegeben haben. Ich habe keine Ahnung, wem. Ungünstigste. Eindruck hinterlassen. Dann nehmen wir den politischen Einfluss. So. Und damit sind jetzt offiziell Freunde geworden. So, Epandrit-Familie. Jetzt solltet ihr doch eigentlich. Genau, jetzt ist es ausgeglichen. Weil Freund des Herrschers ist doch schon mal gut. Und die Olympischen Spiele finden statt. Gut, 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 gut. Wir machen weiter mit der Rekrutenreserve. Das ist wichtig für uns. Bevor wir einen weiteren Krieg jetzt hier erklären, also ich möchte jetzt eigentlich diesen Krieg jetzt hier eigentlich, wenn es geht, irgendwie beenden. Nach Kos ist da auch noch mit am Start. Kos. Immer Kos. Kos, 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 Kos. Hier, Kos. Echt die Gelegenheit, sich nochmal ein paar Sklaven zu gönnen. Wie sind die hierher gekommen? Keine Ahnung, ich beende diesen Krieg jetzt. Ich kann nicht nehmen, das jetzt ein. Ach, geht immer noch nicht? Warum denn nicht? Da fehlt noch ganz wenig. Ach du Scheiße. Was ist? Na, großartig. Anwählen. Oh, ich muss jetzt also nochmal kämpfen gehen. Ich habe keine Ahnung, wie wir es geschafft haben, da hinzukommen. Aber es ist jetzt schon ätzend. Es ist jetzt schon ätzend. Bitte einschiffen. Dahin gehen. Eisen? Nein. Eisen? Nein. Und jetzt sind wir da. Und werden die jetzt hier erstmal vermöbeln. Bäm. Gewonnen. Und jetzt werden wir die da drüben auch noch besiegen. Ich glaube, die fühlen sich gerade eben nur noch ein bisschen stark, weil sie irgendwo noch ein bisschen Manpower her haben. Ach, der Epandrit-Typ. Kann dafür sorgen, dass wir mehr Loyalität für ihn von ihm rauskitzeln. Natürlich laden wir zu einem Bankett ein. Er schließt sich auch unser Freund. Sind ja gar keine Soldaten, die ich bekämpfen kann. LOL. Hat sich erledigt mit denen hier. Kann ich jetzt den Frieden machen? Hast du ein Einsehen? Du hast ein Einsehen. So, die androsische Elite wird in Ketten gelegt, den Rest lassen wir gehen. Und jetzt gucken wir mal, was die uns hier bieten. Die bieten uns momentan Wein, auch Eisen. Schön. Die Olympiade ist beendet. Und Fisch. Wir haben hier einen Überschuss an Fisch. Brauche ich irgendwo noch Fisch? Momentan nicht. Okay.
Das wird auf jeden Fall noch wichtig werden, ey, hier mit diesem den Nummer mit dem Nesiotenbund geht mir immer noch auf den Keks. Warte mal, ich habe die Möglichkeit, hier sofort wieder loszuschlagen, Freunde. Dieser Krieg kann sehr schnell vorbei sein. Mit Betonung auf kann. Wir können also unseren Fehler jetzt endlich wieder ausgleichen. Nesiotenbund. Dein Ende ist gekommen. Wir gucken gerade eben nochmal, wie es denen geht. Denen geht es leider sehr, sehr gut. Aber ich glaube, sie werden das trotzdem nicht überstehen. Also ran an den Speck. Wir importieren keinen Ton mehr. Was bringt eigentlich Farben? Bürgerzufriedenheit. Wie ist denn das? Aus Hellas kriege ich noch mehr Eisen jetzt hier ein. Was haben wir schon? 7 Eisenüberschüsse, was uns noch mehr Manpower bringt. Awesome. Oh, das ist das Erste, was jetzt wir hier machen. Macht der hier eigentlich noch? Ich denke mal, ich könnte seine Veteranen belohnen. Dann wird er sich demnächst mal verpieseln. Irgendjemand ist gestorben, der war aber noch relativ jung. Ja, und die marschieren jetzt hier runter und erobern das jetzt hier für mich. Ich liebe es, sehr viele Vasallen zu haben. Also diese Strategie geht eigentlich meistens immer wunderbar auf. Wie ihr seht, relativ problemlos. Gehe mit meiner Flotte jetzt dahin, weil ich dann gleich hier übersetzen kann. Und Moment, ich habe ja völlig was vergessen. Ach, das haben wir schon besetzt. Ach, ist praktisch. Ist äußerst praktisch. So, in dem Fall plündern wir diesen Scheiß. Und zwar nicht zu knapp. Und besetzen jetzt hier den Rest. Und der Nesiotenbund wird dann endlich unser Vasall sein. Ging aber schnell hier. Die Schlacht. Wo hat der jetzt schon wieder diese 13.000 Mann, 14.000 Mann daher? Man weiß es nicht, aber ich nehme es ihm sofort wieder weg. Wir haben eine Seeschlacht gerade gewonnen. Na, Tag auch. Oh, ihr Nesioten. Die haben Söldner angeheuert, deswegen hatten die das. Okay, das ist natürlich ein verdammt guter Grund. Da ist die Festung. Belagern wir den Käse hier nochmal. Und wieder einmal sind hier die Phrygier. Also, Rhodos ist für uns eigentlich der absolute Punching Ball, ne? So behandeln wir Rhodos. Es ist unser Punching Ball. Deserteure ermutigen. Einheitengröße besteht aus größer als 11 Einheiten. Okay, deswegen geht es nicht. Er wird es wohl bald sein lassen. Will das hier beides haben. Das sind beides sehr, sehr gute Sachen. Sowohl Beliebtheitswachstum als auch Dingenswachstum, also Bewachstum von, wie heißt's, Bevölkerung, das sind beides super Sachen für uns. Wie groß ist eigentlich unsere Bevölkerung? Zwischen 917. Kann man mal machen. Wir lagern schon wieder. Das ist einfach eine Frechheit. So, diese Belagerung ist gewonnen. Ich will jetzt hier diesen ganzen Käse erobern. Im Grunde ist die Sache jetzt geritzt, ne? Wir müssen jetzt eigentlich nur noch verhindern, dass es wir wieder verlieren. So.
Halt, nein, Flotte, du sollst da reinfahren. Möbeln wir die nochmal, die haben noch keine richtige Moral. Die wollen wieder Eisen, was sie nicht kriegen. Wieder haben wir hier siegreich zugeschlagen. Und Phrygien muss eigentlich einsehen, dass der Krieg für es verloren ist. Das hier könnten wir ihnen auch noch irgendwie schmerzhaft rauben bei der Gelegenheit. Also wenn ich Phrygien schwächen kann, dann tue ich's. Was, über Farmung? Jetzt geht's aber los, ey. Die große Konzentration von Sklaven, die auf den Feldern von Provinz Lakonien, insbesondere in der Umgebung von Sparta arbeiten, hat zu einer Verschlechterung der lokalen Bodens geführt. Wahrscheinlich haben sie überall hingeschifft und deswegen haben wir da Stickstoffüberdüngung oder sowas. Womit in diesem Jahr eine wichtige Säule der Nahrungsmittelversorgung der Provinz zusammengebrochen ist. Unsere Verwaltung warnt davor, dass die Provinz ohne Hilfe in die Hungersnot geraten wird. Ja, dann müssen wir das Geld einmal wieder ausgeben. Oh, und wir haben übrigens wieder einen militärischen Fortschritt, der leichten Infanterie bei der Offensive hilft. Ja. Ich freue mich auf die Versklavungseffizienz. Darauf freue ich mich persönlich am allermeisten. Oh, Phrygien. Hier nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen was weg. Nummer uno, das da. Spielend leicht und so. Ach, da ist schon jemand von uns drauf. Na dann. Ständig sterben wichtige Leute. Jetzt holen wir uns hier Rhodos erstmal wieder zurück, damit die nicht der Meinung sind, dass sie irgendwas Tolles erobert hätten. Wollen die denn schon wieder immer noch Eisen? Nein, gibt's nicht. Ich weiß nicht, warum dieses Gerücht umgeht, wir hätten Eisen. Das haben wir nicht. Boah, ich würde das hier sehr, sehr gern besiegeln, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, was auf dieser Insel passiert ist. Oh, wir haben ein Kind. Das ist ja cool. Earidas. Und die Plünderung von Rhodos. Was? Ich kann Rhodos plündern? Okay, ich plündere Rhodos, aber so richtig hardcore. Lol. Auf welcher Seite kämpft ihr eigentlich mit hier? Ich muss mal gerade mal gucken, wer kämpft da alles mit? Knidos kämpft da noch mit. Dann werde ich auch mal bei Knidos hier mal... Oh, 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 das sind 17.000 Spaßkameraden. Oh, nein, 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 nein. Okay. Dinge, die wir nicht wollen. Ich bin saturiert. Wenn ihr es auch seid. Keine Ahnung, warum der Nesiotenbund der Meinung ist, dass ihnen gerade eben alles noch toll läuft. Es dauert noch eine Weile, bis Phrygien hier anscheinend ein Einsehen hat. Weinen wollen die. Ach, ich wollte das nicht wegklicken, verdammt. Ja, wir machen die Hausgötter auch noch. Okay, also das mit Knidos ist doof. Aber nicht schlimm. Denn wir machen die Sache jetzt eigentlich ganz einfach. Wir belagern hier weiterhin hier die Flotte. Wir blockieren weiterhin hier den Durchgang. Und zeigen einfach mal wieder, wie toll wir Sklaven farmen können. Das machen wir jetzt einfach mal, weil wir es können. Oh yeah. Früher oder später wird Phrygien ein Einsehen haben. Einer der letzten Punkte, wo Phrygien wahrscheinlich versuchen kann, uns überhaupt auf den Piss zu gehen. Und wisst ihr was? Wir können das jetzt hier auf die Quick and Dirty Methode machen.
Plünderung von Paphos. Ja. Plündern wir Hardcore. Kenne ich nix. Wir machen das jetzt hier wirklich quick and dirty. Weil ich schon mal ein paar Mal gefragt wurde, warum ich das nicht so mache. Ja, einfach aus Gründen. Ich vergesse das. Das sind die Gründe. Ich vergesse es manchmal einfach, das zu tun. So, Fisch, genau. Oh. Das ist eine harte Seeschlacht, die wir aber gerade so gewonnen haben. Heilige Scheiße, aber wir kommen so nicht mehr zurück. Da hat Phrygien gerade eben echt ein bisschen gemuckt. Ja, ich sage, wir brauchen mehr Schiffe. Unsere Flotte muss größer werden, Freunde. Der einzige Weg, um auf lange Sicht hier safe zu sein. Die Plünderung von Salamis. Holen wir uns auch noch das Geld. Das uns hoffentlich zusteht. Und der kommt sofort wieder her und will Geld haben. Warte mal, es gibt ihm Beliebtheit, Prestige. Wir haben das Geld, wir machen das. Ich möchte, dass mein Herrscher beliebt ist. So, jetzt haben wir schon 33 Punkte. Jetzt müssen wir diese Flotte hier vereinen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich irgendwie nochmal so einen fiesen Raid jetzt hier starte. Jedenfalls hat Phrygien seine Truppen jetzt hier ordentlich weit abgezogen. Die wollen wieder Wein. Geben wir ihn. Besetzt hier Rhodos hier mit seinen Truppen das alles. Oh, warte mal. Hello there. Ich will die abfangen hier. Wird auf jeden Fall ein Sieg. Die Frage ist bloß, wie groß wird er? Momentan läuft's noch. Unser Admiral ist besser. Die haben auf jeden Fall schon riesige Polyremen. Trotzdem gewinnen wir das. Ja, weil ihre Strategie nicht aufgeht. Wir haben die besseren Schiffe für diese Strategie. Wir versenken gerade eben einfach mal die Flotte von ganz wo fahren die hin? Kanalis? Wo will der her? Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt hier nicht zu einer Seeschlacht kommt. Eigentlich müsste es das, aber es kommt nicht zu einer Seeschlacht. Das ist komisch manchmal. Das ist sehr komisch. Oh, wir haben ein Schiff verloren, weil wir außerhalb unserer Reichweite sind. So, jetzt ziehen wir uns hier wieder zurück. Wir haben auf jeden Fall es geschafft, jetzt hier Phrygien, glaube ich, einen sehr, sehr herben Schlag zu verpassen. Haben dafür aber selber eine ganze Menge an Schiffen eingebüßt. Ziehen uns jetzt hier zurück und können jetzt hoffentlich den Frieden machen, den wir wollen. Genau, wir verlangen nichts weniger als all das hier. Kann auch das hier nehmen, theoretisch. Lol. Also momentan geht das hier auf. Das hier halt als Vasallenstaat zu haben, ist halt ein ziemlicher Unsinn, ne? Sind wir mal ehrlich, das ist totaler Unsinn. Soloi. Wäre das da? Nein. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt hier schon beansprucht? Das da, okay. Ich will dieses Mal nicht schon wieder diesen Fehler machen. Irgendwas stimmt da nicht. Warum sehe ich das nicht? Ja, alles nochmal weg. Stört mich gerade eben, dass ich das nicht richtig sehe. Okay, also ich möchte das da haben und dazu sagen die ja. Wenn ich das da auch noch haben will, sagen sie auch noch ja. Weil das kann ich dann auch noch dem Nesiotenbund geben. Das hier mache ich nicht, denn das wäre zu leicht für sie zum Angreifen.
Ich könnte aber das hier wiederum Rhodos geben. Ja. Aber diesmal speichere ich, bevor ich das mache. Man lernt ja auch manchmal ein bisschen was dazu. Die gnesiotische Elite wird in Ketten gelegt, den Rest lassen wir gehen. So, jetzt, wie gesagt, das interessiert mich ein Scheiß. Das hier geht einfach sofort an Rhodos. Diplomatie, Territorium verkaufen, das da und das da. Wollen sie nicht. Das ist doof. Ich will aber, dass ihr das wollt. Das heißt, ich habe jetzt da Ländereien, die ich nicht haben will. Auf lange Sicht hin muss ich da also jetzt mal jemanden einsetzen, der diesen Job erledigen kann. Ich nehme mal dich. So, ich werde das hier auf jeden Fall noch loswerden. Im schlimmsten Falle gebe ich es halt doch noch dem Nesiotenbund. Aber wahrscheinlich müssen die erstmal hier noch Knidos oder sowas bekommen, bevor die das und Kos, bevor sie das freiwillig nehmen. Was ich jetzt machen möchte, ist die Ägäischen Inseln. Wie gesagt, die wollen wir nicht behalten. Die machen wir jetzt hier zu einem Untertan. So. Dieser Untertan hat jetzt das da. Und diesem Untertan gebe ich auch noch das da. Und ihr nehmt das gefälligst an, ihr komischen. Warum nicht? Kostenlos diplomatische Reputation. Es fehlt einfach. Hä? Sie wollen es nicht. Halten wir es fest, sie wollen es nicht. Shit. Okay, jetzt haben wir halt Ländereien, die wir nicht wollten. Ärgerlich, aber keine Katastrophe. Knidos, du bist doch ein Untertan, ne? Von Phrygien. Ja, bist du. Boos, von wem bist du ein Untertan? Von Phrygien. Ne, von ihnen hier. Oha. Oha, oha, oha. Das heißt, wenn ich euch jetzt hier einen Anspruch habe, dann machen die das vielleicht. Ich bin hier mein Ärger los. So. Also, wie gesagt, ein weiterer Untertan wurde erschaffen. Das pusht auch wieder unsere Manpower, das pusht wieder unser Geld. Oh, du. Boah, ist der gut! Der Trophä, der Typ hier ist ja mal der absolute Knaller. Was bringt der Trophäus uns? Keine Ahnung. Der bringt uns hier Opfern die Götterkosten. Ja, nice. 16. Heilige Scheiße. Ich meine, eigentlich sollte man sowas von einem Forscher machen, ne? Heilige Scheiße. Bin gerade gelinde gesagt beeindruckt. Infrastruktur fördern. Fisch. Ja, kann man machen. Wir haben jetzt hier über 200 Leute, die hier potenziell reinpassen. Ja, lasst uns hier einfach noch mehr Manpower rauskitzeln, ne? Oh, und ich fange an, hier zu wenig Nahrung zu haben. Macht die Sache jetzt noch mal ein bisschen spannender. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir jetzt hier dringend noch mehr Nahrung produzieren. Ein Sklave mehr und wir hätten schon einen Nahrungsüberschuss hier wieder, Leute. Ein einziger Sklave. Aus Epidaurus Limera, ja. Jetzt können wir auf einmal Sklaven aus Epidaurus Limera hier herholen. Das heißt, wir gehen jetzt auf 35, 7 Stück noch. So, jetzt haben wir nämlich hier dadurch jetzt einen 6er Bonus auf Nahrung. Nein, ihr dürft da nicht rein. Und die wollen wieder Eisen haben, was wir nicht hergeben. Ihr macht hier genügend Nahrung. Ihr macht hier ebenfalls. Warte mal, wir können es ja aber trotzdem einmal nochmal Getreide aus unserem eigenen Gebiet hier, Lakonien hier, rüberschippern. Denn wie gesagt, das Ganze soll ja hier so weit wie möglich autark werden. Dass wir keine Sorgen mehr haben müssen.
Komplette Selbstversorgung. Nach vorne schauen. Jawoll! Er ist nicht mehr depressiv. Unser Herrscher hat seine Depression überwunden. Anspruchslos, selbstsicher, gerecht und grausam. Gerecht und grausam. Ist so eine tolle Kombination. Ich will, dass er seine Legitimität beweist. Um in Zukunft dieses Problem nicht mehr zu haben mit diesem komischen Aufständischen. Ich habe keine Ahnung, der steht immer noch mit seinen 9000 Mann da drüben rum. Keiner weiß warum. So. Ach, übrigens, jetzt können wir ja das hier endlich loswerden. Diplomatie mit Athen. Wir verkaufen jetzt hier dieses Territorium. Bezahlen die dafür was? Ne, dafür bezahlen sie nichts. Nehmen sie aber. Wie praktisch. Endlich. Wie gesagt, ich will ja diese Gebiete gar nicht haben. Hier gibt es Tonwaren und Wein, aber da wohnt ja auch fast keiner drin. Das Einzige, was ich sinnvollerweise machen könnte, ist hier vielleicht die Bevölkerung nochmal, keine Ahnung, nach Megara umzusiedeln. Diese Sklaven hier aus. Das hätte ich vielleicht machen sollen, aus Histaya. Das wäre sinnvoll gewesen. Warte mal, ich hole es hier aus Histaya. Genau, die Sklaven. So, soviel dazu. Jetzt sind ja gar keine Sklaven mehr drin und jetzt gebe ich ihnen dann das. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen mit den Sklaven hier. Die sind jetzt halt unglücklich mit der Situation, haben jetzt schon zweimal hier quasi die Fahnen gewechselt und fragen sich, what? Was bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt Phrygier? Bin ich jetzt Spartaner? Bin ich jetzt irgendwas anderes? Niemand weiß es. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier dadurch jetzt nochmal ein weiteres Stadtgebäude hier zur Verfügung gestellt bekommen. Trainingslager haben wir hier drin. Und einen Kornspeicher. Nahrung machen wir immer noch plus. Und wir können hier einen religiösen Umzug machen. Und ich sehe, dass wir eigentlich schon wieder längst die Folge beenden müssten, meine lieben Freunde. Aber ich sage in dem Fall hier, das ist wieder mal das, dass das Volk sich beschwert, dass die Priester komisch sind. Und ich bin der Meinung, ein religiöser Umzug wird die ganze Sache jetzt hier erstmal klären. Hat auf jeden Fall unsere Stabilität erhöht. Und was können wir jetzt hier nochmal machen? Ich bin am Überlegen, was ich hier machen will. Freie Männer. Das ist ein weiteres Forum? Nee. Weiteres Trainingslager. An und für sich ist dieses Trainingslager hier unnütz. Wir reißen das ab. Bin ein bisschen unschlüssig. Wir brauchen als allererstes das hier, dass es jetzt von der Überbevölkerung kommt. Und dann erhöhen wir hier einfach mal hier die Sklavenpopulation. Ich glaube, so macht es am meisten Sinn. Und jetzt können wir tatsächlich die Folge beenden, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Seid dabei beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit diesem unglaublich mächtigen Sparta. Freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr ebenfalls. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.